Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann kann man nämlich, habe ich nämlich gesagt, dann macht man das auch schon so mit Wollverkleidung und Cobblestone. Und ich habe jetzt mal ganz viel grüne Wolle mit dabei, habe braune Wolle ein bisschen was. Ja, und dann wäre das doch nur die Tribüne wird, dann wäre das doch eigentlich auch schon was. Und wenn dann noch so den, wenn dann der Start der Strecke hier wirklich vielleicht so durch so eine Senke in den Ort reingeht, das ist doch gar nicht verkehrt. Ich fände das eigentlich ganz gut. Ja. Ich glaube, ich probiere das jetzt mal, dass ich mal den Tunnel angehen würde jetzt. Und mal gucke, ob ich da halbwegs sinnvoll rauskomme. Oder ob das schon wieder so ein Unding wird. So nach dem Motto, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, wa? Das ist die Frage, wie groß muss das dann sein? 4 wird ein bisschen zu wenig sein, aber... Hab den Zugang zum alten Schacht gefunden. Bin runtergefallen. Ey, guck mal, hier ist auch was. Ey, ich hab ne... Ah, toll. Jetzt hätte ich Glas mitnehmen müssen. Brems. Ach ja, das ist der alte Schacht. Ja. Hast du irgendwo Glas liegen, dann hol ich das. Ja, in irgendeiner Truhe. Da vorne bei den... Den ganzen Truhen da vorne müsste das irgendwo sein. Okay, ich brauche eh noch Erde. Die wirst du ja sicherlich auch irgendwo geparkt haben, oder? Die wird aber eher in der Burg sein, irgendwo. Okay. Ich gehe nochmal durch dieses... Ich werde jetzt mal eine Kiste machen. Ominöse Lokal hier, was mich doch sehr interessiert und reizt. Ja, das wird ein großes Fest geben, ne? Die Villa Riba. Die wird natürlich hier... Ich habe das so geplant, dass sozusagen dem großen Eröffnungsfest Tag der offenen Tür sowieso, aber auch kostenfrei. Ah, verstehe. Ja, dass da richtig Bude gerammelt voll ist. Diese Wortspiele. Ja, herrlich, ne? Ah ja, hier ist Glas. Soll das gefärbt werden oder soll es... Kannst du eigentlich so mitbringen. Okay. Weil falls wir noch was ändern müssen, dann machen wir das nachträglich, ne? Gut. Nehmen nochmal ein bisschen Cleanstone mit. Kann man auch nicht... Miep, miep. Ja genau, hier ist dann nämlich der orange Lehm. Habe ich ja auch schon geparkt. Ach, du gehst immer den Kussbalkon. Achso, ist das nicht der... Entschuldigung. Doch, das ist... Also ich glaube, nach hier hinten gibt es ja sowieso keinen offiziellen Weg. Ich glaube, ich mache das noch eins breiter und eins höher. Ich würde eine Vierer Breite für die Strecke nehmen. Gerade am Start hast du noch ganz viele nebeneinander. Das zieht sich ja erst später auseinander. Ja, stimmt. Ach, immer diese unverzauberten Spitzhacken, da merkt man es dann. Ja, genau, und ein höher kann das auch noch, da hast du recht. Perfekt. Ja. Hast du noch Glas dabei, oder? Ich habe noch Glas dabei, ja. Dann, ja, also wie breit ist das jetzt? Jetzt sind das hier 4. Könnte man hier drunter tatsächlich noch irgendwas Interessantes hinbauen, dass das gesehen wird, aber das ist dann... Ja, stimmt. Willst du hier auch an der Wand, also an der Seite auch Glas haben? Nee, da würde ich jetzt Cleanstone setzen. Ja, denke ich nämlich auch. Wäre es ja eigentlich praktisch, einer von uns würde auf die andere Seite gucken gehen, wo wir rauskommen, ne? Ja, schon, irgendwie. Ich kann ja mal so... Da ist Erde. Ja, aber das ist noch zu früh. Jetzt sind wir maximal unter dem Zauberturm. Ja. Höhlengeräusch.
Dann mache ich hier nochmal kurz die Tribüne. Ich habe eine Idee, wo wir gut rauskommen könnten. Wo denn? Da ist jetzt die Frage, wie ich das anstelle. Oder ob wir da jetzt zu viel wegnehmen, aber wenn wir einen vier großen brauchen, also wenn es vier groß sein muss, wo wir rauskommen, ne? Dann grenzt das Feld schon ganz schön ein. Man kann das ja da später etwas verjüngen. Ich hätte jetzt nur gedacht, am Start nicht ganz so schmal und dann kannst du es ja zuspitzen lassen. Das ist ja egal, das ist ja. Ich finde es aber ganz praktisch, wenn es auch ein bisschen größer ist. Ja, ne? Deswegen probiere ich jetzt mal. Am Ende kannst du dann dadurch zwei Felder Strecke machen und dann Randsteine rechts und links. Also Curbs. Ja, aber hier müsste das jetzt sozusagen, wenn wir hier nach draußen gehen. Es wird gerade schon wieder dunkel. Junge, Bocksprunger Tage sind kurz. Hey, aber das klappt. Lass mal eben hinhauen. Jo. Ich schlaf gleich mal in dem Tunnel da drin. Ja, muss ja auch, das muss ja auch getestet werden, ob das geht, theoretisch. Kann ja sein, dass so ein Schwein mal eine Panne hat und dass man da drin dann irgendwie liegen bleibt. Pannendienst gibt's nicht. Pannendienst gibt's nicht, nee. Da muss jeder schon eine Ersatzmöhre mitnehmen, sonst wird das nichts. Ich meine, natürlich brauchst du eine Art Boxengasse. Das ist, deswegen sollte hier vorne ja auch besser ein bisschen Platz sein. Aber so, jetzt haben wir hier schon mal 2, 3. Da kann man dann noch schön mit Holz irgendwie dann Sitzbänke hinfläzen. Und jetzt hier schön. Ich glaube, das wird was. Das könnte gut hinhauen. Ich komme gleich und gucke mal. Ich verbaue jetzt noch gerade die Erde, die ich in der Tasche habe. Und dann komme ich rüber. So, verbaut. Na, wo sind wir hier? Wenn du jetzt hier hochgehst, kommen wir nämlich an den Punkt raus, wo es mal endlich 4 Blöcke breit wäre. Ah ja, genau. Und im Rücken wären dann sozusagen schon Zaubererturm und Schmiede und so, also das passt dann eigentlich ganz gut. Ja. Ist bloß die Frage, dass wir den Aufgang auch so hinkriegen, wie wir ihn wollen. Wahrscheinlich muss das Möhrenfeld dann hier doch weg. Ja, es lenkt ein bisschen ab für die Schweine, ne? Ja, andererseits genau, das ist natürlich Herausforderung. Wie gut sind sie abgerichtet? Auch die Decke angepasst. Ja, ist doch ganz schön aufwendig, so eine Strecke. Das kann man wirklich sagen, ja. Das ist sicherlich nichts, was man so eben über Nacht mal hinkriegt. Nee. Nacht war ja gerade. Genau. Und wir haben es nicht geschafft. Nee. Aber wird schon. Jetzt die Frage, wie Trade gehen wir da? Naja doch, machen wir einfach. Das ist blöde jetzt mit dieser Schaufel, die baut so schnell ab. Oh, ja, siehst du, das habe ich fast befürchtet. Hier ist der Teich. Herausforderung Nummer 1. Schwimmen gehen. Ja, Ja, sonst muss man den Teich einfach ein bisschen verkleinern. Anpassen. Das ist auch gleichzeitig ein Streckenhindernis, dann können die Schweine hier ruckzuck aus Versehen
Nehmen Sie was her, Geratheen. Man muss das noch einwecken, damit wir dann hier so Treppen oder was auch immer dann hin tun können. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Und dann ja, ist ganz klar, dann geht es jetzt irgendwie hier in die Seitengasse. Wollte sagen, und dann hier muss kann man jeder selber entscheiden, wo es weitergeht. Genau, hier kann man schön eng in die Seitengasse. Das ist die Frage, wo wir es dann lang gehen lassen wollen, ne? Man kann das ja hier so. Ja. Hast du Rot und Weiß gerade dabei an Wolle oder an irgendwas? Ja, ich habe alles in die Kiste vorne gelegt. Guck ich mal kurz bei dem Färbern rein. Hellgrau geht auch. Ja, aber freut mich, dass du mal wieder nach Boxsprung gekommen bist. Ja, mich auch total. Es macht immer riesen Spaß mit dir und es dauert irgendwie immer viel zu lange, bis wir dann mal wieder dazu kommen. Ja, das stimmt. Ja, aber geht mir genauso. Das macht jedes Mal Laune. Ich muss demnächst unbedingt auch mal wieder zu dir kommen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Mal die Festung wieder ansehen. Um mir mal Inspiration zu holen, auch so ein bisschen für die Festung zu Boxsprung, die ja irgendwann noch kommen wird. Die wird allerdings nicht in der Stadt sein, sondern außerhalb. Weil die wird. Ich baue zwar gerne Festungen, aber die werden dann immer sehr, sehr groß. Und von daher denke ich, baue ich die lieber gleich außen. Umso, wollte ich gerade sagen, umso klüger, wenn man das schon weiß, dass man es dann auch gleich dementsprechend macht. Ja. Nee, dann hat man ordentlich Platz und muss sich dann nicht ärgern. Die Frage, ob man jetzt schon anfängt, hier sozusagen diesen Laufweg zu verkleiden mit Wolle. Das überlege ich halt gerade. Ja, deswegen mache ich hier schon so eine Art, wie Rennstrecken, Randsteine. Um das Ganze so anzudeuten, wo dann die Kurve ist, weißt du? Ja, das ist ganz gut, weil sonst jeder läuft seinen Lieblingsweg. Ich überlege, ob man es mit Teppichböden regelt. Das geht auch. Weil dann müsste man jetzt nicht komplett anfangen, hier irgendwas aufzureißen oder so und jedes Mal die Bögen komplett wegmachen. Sondern dann könnte man jetzt einfach über Teppichböden. Natürlich muss man dann hier noch eine Regelung finden, dass die Dorfbewohner dann nicht irgendwie runterfallen oder reinlaufen. Zäune alle oder stehen sowas. Im Tunnel. Ja, genau. Ui! Ja, das wäre typisch. Heute nicht Treffpunkt Kirche? Ja, dachte ich auch. Zaubermeister Z. Ja. Der sich allerdings noch nicht herbequemt hat. So sind sie, die Magier. Ja. Oder weißt du, wie das ist? Ein Zauberer kommt nie zu früh oder zu spät. Er kommt immer dann genau an, wenn er kommen soll. Oder muss. Oder er will. Wollen wir mal hoffen, dass es dann, wenn es soweit ist, ja auch weiß, dass der richtige Zeitpunkt gekommen wäre. Ja, der Tunnel wird. Wow. Ich stehe gerade mal oben auf dem Magierturm. Das ist ja beeindruckend hoch. Ja, das ist, ich dachte beim ersten Mal auch so, oh je. Ich erinnere mich, ich mich da verkalkuliert. Ich erinnere mich da mal lieber gerade selbst an meine 30 Level und komme vorsichtig wieder runter. Aber die Aussicht ist halt echt grandios. Ja, super. Du hast auch schon überall Baukisten.
gar nicht ohne. Ja, jetzt erinnert schon so ein bisschen an Bocksprung. Der Tunnel? Hast du den Tunnel gerade weitergemacht oder was? Ja. Ach, cool. Ich dachte mir so mit der braunen Umrandung, das geht ganz gut. Das ist eine super Idee, das sieht richtig klasse aus. Ja, und das nimmt halt auch nicht viel Höhe oder so weg, sondern das passt eigentlich ganz gut. Aber wenn man jetzt mit dem Karo-Muster übertreibt, dann kriegt man so ein bisschen Probleme mit den Augen beim Rennen. Ja. Aber so geht's noch ganz gut. Das kann man mal schauen, wenn man dann so von hier startet, dann muss man hier sowieso schon eine kleine Kurve nehmen, das ist gar nicht schlecht. Hm. Ja, das ist auch eine klasse Kulisse eigentlich. Man startet sozusagen mit Blick auf den Zaubererturm. Das sieht genial aus. Absolut. Und der Zauberer guckt sich von oben die Schweinereien an. Genau. Dann kann man hier so eine Art, oder die anderen. Kann man hier so eine Art kleine Boxenanlage irgendwie hinbauen, wo die Schweine halt reinkommen, ja. So kleine Ministelle. Und dann machst du hier eine Startzielgerade und dann ja, geht das los in einem Ort irgendwie. Hm. Echt cool. Ich würde sagen, wir setzen uns heute irgendwie ein Ziel, damit das nicht zu sehr ausartet. Ja, ich denke mal, wir haben schon ganz gut ja was in der Vorbereitung jetzt geschafft, dass man zumindest schon mal angedeutet hat, wo es dann lang geht. Wo es lang gehen soll, ja. Und dann muss man ja eh einen Rundkurs schaffen und ja, bis der dann vollendet ist. Das dauert dann eh ein Weilchen. Das dauert sowieso, ja. Ja, und schon wieder einmal ist es an der Zeit zum Schlafen. Wieder ist es Nacht und wir haben es nicht geschafft. Ja, ich würde jetzt nur noch die Tribüne andeuten heute und dann glaube ich, ist auch erstmal. Ja, für mich wird es dann auch bald, alsbald an der Zeit, glaube ich, dass ich mal wieder Richtung Hexenwacht aufbreche. Ja. Denn wir sind ja jetzt schon gut dabei. Ach ja, sowas. So, ja, schön. Ja, genau. So schön mit Baumstämmen. Ich hatte noch überlegt, ob man vielleicht alle zwei sozusagen oder ob man irgendwo dann Cobblestone reinhaut, aber ehrlich gesagt sieht so fast besser aus. Das ist mit Holz viel schöner hier. Hast du noch welche von den braunen Teppichen? Ja, aber nicht mehr sehr viele. Gerade nur noch 9. Ja, spuck mal. Danke. Aber ein bisschen was ist noch. Ich will nur mal kurz so ein. Man muss ja dann schauen, dass der Streckenverlauf hier einigermaßen lang geht. Ja. Dass man das schon mal sieht, so, dann muss man hier eine kleine Kurve nehmen und hier kann man ja, warte mal. Da würde ich auch von der Tribüne noch ein Stück sogar weggehen. Dann kann man nämlich solche miesen Sachen machen, wie dass man hier so eine Wand zieht, einfach so, wo es nur einen Block zum Durchkommen gibt oder so. Zum Beispiel, genau. Solche engen Stellen, weißt du. Wenn man jetzt einen Redstone-Fachmann hier hätte, dann könntest du hier auch mit Pistons so machen, dass sich die Wand immer so zuschiebt, weißt du? Mit so einer Automatikglocke oder so. Spruch, genau. Wäre möglich. Aber weißt du, ich habe hier gerade mal echt Lust, hier einfach mal so eine Schikane reinzubauen. Mhm. Hui, Brems. Ja, aber jetzt pass mal auf. Das ist ja noch nicht mies genug. Ah, jetzt machst du da noch das Gegenteil. Genau, sehr schön. Ja. Und wahrscheinlich wird es mich dort öfter raushauen als bei ihm. Als ich in einer der Erbauer immer schön voll gegen die Wand. Was ja, aber das geht. Ordentlicher Einbremser. Mit dem Abstand geht das eigentlich ganz gut. Ja, denke ich auch. Da kommen dann noch Bilder hin oder so. Ne? Ah, das wird richtig prunkig wieder. Selbstverständlich. Muss ja. Dann mache ich das hier auch nochmal. Den Ruf zu verlieren. Ich habe schon einige, die gesagt haben, Mensch, wie kannst du nur, bist an allen Eisenblöcken vorbeigerannt. Ja, ich habe auch Gold gesucht. Nach dem Motto, ja wieso, für Eisen bin ich nicht hier? Entschuldigung. Ja. Also ist tatsächlich manchmal.
geh auf Höhlentour und nimm dann nur Gold, Lapis und Diamanten und Smaragde mit. Und vielleicht noch Redstone und das war's. Wenn man's kann, ne? Ja. Dann wundert man sich immer, dass man kein Eisen hat. Aber momentan geht's gerade. Ja, wir haben auch fleißig. Wir haben ja jetzt auch ordentlich was wieder mitgebracht. Ja. Oh, das ist ja mies. Oh, wie mies. Da kannst du auch nochmal gleich gucken kommen. Und zwar, das ist gar nicht so ersichtlich. So. Aber sowas ist eigentlich auch gar nicht gut, ne? Entweder du gehst drüber oder du gehst außenrum. Ich glaube, springen tun die Viecher, glaube ich, gar nicht. Also, da muss man dann echt... Von daher müssen die dann außenrum. Müssen echt dann außenrum reiten. Dann würde ich das aber nur an den Rändern machen, weil dort fällt es bei der Färbung nämlich noch weniger auf. Genau, dass du einfach da hier keine Überholmöglichkeit hast. Genau. Da muss man straight durch. Ah, da haben wir schon 2 Schikanen im Tunnel. Nicht schlecht. Ja, ich will wirklich die Piste von Bocksprung soll so ein bisschen durch Tricksereien glänzen. Ein bisschen durch Geheimgänge und Abzweigungen, das hätte schon was. Das ist auch eine echt coole Idee. Und viel Wolle. Natürlich. Hast einen Ruf zu verlieren, ja. Ne? Ja. Ja, dann weiß nicht. Hopsa, ja, ich mache hier gerade noch. Ich verteile hier nochmal so ein paar Teppiche, nur so, das musst du nicht so lassen. Das ist jetzt einfach nur, damit man eine Idee des Streckenverlaufs kriegt. Ah, das ist spitze, weil dann weiß man genau, wo es lang geht, dass man nicht irgendwo falsch abbiegt. Und dann kann man nämlich zur Stadt wieder raus und dann geht's in Richtung. Entweder ich mache das noch in Richtung Hafen. Ja, du, eigentlich müsste man die Strecke doch auch zwischen den Schafsgehegen noch durchführen. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass man hier so direkt. Der Klassiker. Dass man hier direkt am Stadtausgang nach rechts, so ein bisschen durch das Hügelland, durch das Schafsgehege wieder zurück und dann außenrum, um wieder auf Start und Ziel zu kommen. Das wird eine riesenlange Strecke dann auf jeden Fall. So durch den Schafsmarkt durch. Und durch den Schafsmarkt durch, genau. Kann man echt leben, ja. Oder als Brücke drüber. Genau. Hätte auch was. Nee, weil dann würde ich jetzt nämlich sagen, begleite ich dich dann sozusagen am Ende jetzt noch in Richtung Hafen. Das ist eine gute Idee, dann kann ich mich in mein Bötchen setzen und zurückschippern. Ich bringe nochmal die Wolle zurück, die ich jetzt nicht verbraucht habe. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich beim nächsten Mal in Schlangenstein. Hexen, ja. Denke ich mal. Hexenwacht, ja nee, Hexenwacht, Gott, Namen. Ich weiß ja nicht, ob vielleicht auch irgendwas in Schlangenstein ist. Ja, ich weiß nicht. So, hier, war ich ja letztens. Hier war das Glas drin, ein bisschen Kies, Stein, das kann ich auch. Deswegen komme ich auf den Namen, weil ich letztens da. So. Naja. Ja, mein Lieber, dann auf Richtung Hafen. Ja, und ja, also falls du noch irgendwas mitnehmen willst oder so von hier, dann immer gerne. Ich habe mir jetzt eben schon so ein bisschen Holz von den Holzfällen eingesteckt und ein paar Setzlinge, die kann ich auch immer gebrauchen. Ah, das ist gut. Und ansonsten bin ich wunschlos schon mit dem schönen Abenteuer, was wir wieder verlebt haben, glücklich. Nee, geht mir auch so. Also das hat wieder richtig Spaß gemacht. Können wir gerne mal wieder machen. Das sollten wir. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal mit kleinerem Abstand dazwischen. Ja, oder vielleicht auch mal mit Zeron zusammen oder ja, so. Genau. Mein Lieber, dann noch viel Spaß und Erfolg hier und ja, dann sehen wir uns demnächst mal bei mir im Sumpf, wa? Genau, und danach zur Eröffnung des geheimen Gebäudes. Da, ja, da plane ich auf jeden Fall ein. Ich will mal wieder eine große Kneipentour durch die Welt machen. Wird gemacht. Tschüss. Dann mach's gut und gute Reise. Danke.